Damit sind wir zurück zur zweiten und damit aktuellen heutigen Folge von Let's Play The Witcher. Die Musik von ich habe die Lautstärke von 2 auf 2,5 gestellt. Es ist allerdings im Moment immer noch sehr leise auf dem Headset, deswegen mache ich es auf 3. Beim letzten Part haben wir das Striegenproblem gelöst. Ich wollte jetzt sagen, die Striege bekämpft, aber das wäre ja gelogen. Wir haben sie nämlich gar nicht bekämpft, sondern lediglich den Fluch der Striege gebrochen. Ada ist also nicht tot, sie lebt noch und sie ist auch mittlerweile wieder wohlauf. Außerdem haben wir den letzten Vertrag, den Civil Tower Vertrag, abgeschlossen und die Aufzeichnung des Elfenmindesängers gefunden, womit wir auch alle Teile für die Rüstung haben. Und jetzt werde ich als erstes mal mit Ada, die mittlerweile wieder angekleidet ist, habe ich aber letztes Mal schon erwähnt, dass es komisch ist, mit Vela sprechen, aber erst mit Ada. Und mich in dieser Gruft. Okay, doch erst Vela Rat. Nette Geste, Vela Rat. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada, Vela Rat bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Foltes gab mir etwas für euch, falls ihr überleben würdet. Das ist der Teufel, ein serikanischer Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Ihre Majestät, die Striege aktualisiert, wir haben ein Schwert bekommen und wir sollen zum alten Herrenhaus gehen. Ja, die Krankheit, die Salamandra wurde von... Wer es nicht mehr weiß, Geralt hat ja, als er bei König Foltest war, die Salamandra als die Krankheit bezeichnet. Daher kam das gerade. Und wir haben den Diaebi bekommen. Plus 30% Schaden und plus 50% auf Schmerz, plus 25% von Waffen. Ich glaube, den lege ich weg, weil hier ist nämlich besser. Und unser Zwergenstichel sowieso. Schade, hätte ich mir eine bessere Waffe am Ende vorgestellt. Naja, jetzt reden wir doch mal mit Ada. Geralt? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch... Oh, Geralt. Der Prof. Er kam an... Wisst ihr? Leider nicht. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Der Diaebi muss dann wohl hierbleiben. Haben die Ritter noch was zu sagen? Die Welt sehen, haben sie gesagt. Abscheuliche Bestien. Wie schön, dass sie tot sind. Nichts als Krieg und immer wieder es heiß in diesem Ding. Nichts als Krieg und immer wieder... Haben nichts mehr zu sagen. Hat Velarat noch was zu sagen? Nein. Den Diaebi lassen wir hier liegen, weil der ja schlechter ist. Und jetzt als nächstes werden wir... Ja, wir könnten jetzt entweder bei der Süßen Rache weitermachen, bei unserem guten Herrn Salamandra. Oder wir könnten uns die Rüstung holen. Das werde ich, glaube ich, als nächstes machen. Wir haben jetzt alle Teile der Rüstung. Ich hole mir zuerst die Rüstung. Ich weiß nämlich nicht, ob man danach nochmal zurückkommt nach Visima. Und da Rabes Rüstung ja die beste Rüstung im Spiel ist, wie wir wissen, sollten wir uns die auf jeden Fall holen. Danach können wir dann zum Herrenhaus aufbrechen. Die ganzen Viecher lassen wir Viecher sein. Ja, und dann, jetzt wissen wir natürlich auch, wo sich Asajavid aufhält. Der wird im Herrenhaus wahrscheinlich sein, bei den, weil wir wissen ja, dass er sich da mit den Geheimnissen Dexter beschäftigt und Co. Hier stehen immer noch die rum, die eigentlich in der Stadt sein sollten. Naja, die lassen wir einfach stehen. Auf nach Visima zum vielleicht letzten Mal, möglicherweise.
Das heißt, ich werde dort auch kurz zum Hehler und zu Kalkstein gehen, ob wir eventuell was brauchen. Schrägstrich verkaufen können, was wir nicht mehr brauchen. Zu den Droiden natürlich auch nochmal. Da ich keine Kommentare hatte zum Thema dem grünen Protestmarsch, werde ich die Quest jetzt einfach sein lassen. Ja, sorry, aber ich werde jetzt, falls das jemanden enttäuschen sollte, ich weiß nicht, vielleicht sieht man die danach nochmal. Weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt nicht so lange abwarten, bis vielleicht irgendwann mal was kommen sollte. Jetzt mal hier zum Hehler. Wir können. So. Der letzte Wunsch können wir hier verkaufen. Das Buch des Donners. Die Bomben behalte ich mal drin. Die Trankherstellung sowieso. So, Rotkanne weg. Wie sieht man das? Goldkanne weg. Und den Rest behalte ich erstmal. Ja, die Ringe weiß ich nicht. Ich behalte sie mal einfach. Obwohl, wisst ihr was? Nein, ich behalte sie. Wir brauchen ja nicht unbedingt Geld. Irgendwas hier, was wir brauchen könnten. Wir könnten eine Pflaumentinktur und einen einheimischen Pepperrot kaufen. Wäre ganz cool. Hat er hier aber nicht, so wie es aussieht. Nee. Weil ich weiß nämlich nicht genau, was wir alles den Druiden bringen könnten. Sonst könnte man das hier jetzt einfach kaufen. Eventuell kommen wir ja später nochmal zurück, aber ich weiß es halt nicht mit Sicherheit. Also wahrscheinlich ist es mit den Droiden erstmal in andere Richtung erstmal erledigt. Wo ich noch gerne kurz hin würde, wäre hier zur Schmiede, weil die so markiert ist, so extra. Jetzt da hier rein. Nein, hier Tür zur Schmiede. Weil ich weiß jetzt nicht, ob da was drin ist für uns. Zur Sicherheit könnten wir ja mal reinschauen. Behelfsmäßige Schmiede. Da waren wir nämlich noch nie drin. Ein Waffenschmied des Ordens ist hier drin. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem handeln können. Ich probier's mal. Wie kann ich helfen? Ihr benutzt Schmiedetechniken der Zwerge? Ihr benutzt Schmiedetechniken der Zwerge? Niemals! Anderlinge beten garstige kleine Götter an und ihre Erfindungen sind Teufelswerk. Ich bin nicht die Inquisition. Ich habe von Techniken gesprochen. Ich habe Schriftrollen über Schmiedetechniken der Zwerge gesehen. Das ist alles. Aber klar, das würde ich auch behaupten. Wir können die Schwerter neu schmieden lassen. Schauen wir mal, was er hier hat. Drei verschiedene Runenschwerter und ein Meteoritenschwert. Wenn irgendwas über 100% / über 50% Schaden hätte, könnte man es sogar mitnehmen. 30%, 15%, abhängig vom gewählten Stil. Und 13%, nee, ist mir alles nicht gut genug. Weißt du was, dann verkaufe ich jetzt, glaube ich, auch die ganzen... Ah, hier kann ich zum Beispiel die Basiliskenhaut verkaufen. Brauchen wir nicht. Und die Flattererfangzähne. Und die Feuersteine werde ich auch verkaufen. Warum? Wir können ja mit Igni immer anzünden.
Das Fistech können wir ja auch loswerden. Die Tränke behalten wir mal lieber. Aber einen Faundrehentrank können wir loswerden. Ich glaube, wir brauchen die sonst nicht mehr. Gut, jetzt ist ja schon mal ein paar Sachen los, die wir definitiv nicht mehr brauchen. Und dann jetzt ab zu Kalkstein. Ich bin ja schon gespannt auf Habes Rüstung. Erstens, wie viel Rüstung die hat und Co. Und zweitens, wie sie aussieht. Da sind immer noch Leichenfresser. Und die jetzige Rüstung hat ja 15% seltener Schaden minus und plus 10% auf die Resistenzen. Sonst nichts. Aber gucken wir mal. Die wird ja nicht mehr lange unsere Rüstung sein. Geralt? Ich habe alle Komponenten. Ich habe alle Komponenten. Ich mache mich sofort ans Werk. Wann ist sie denn fertig? Härten, veredeln, schmieden, Runen der Macht, Elfenlieder plus Veredelung. Morgen. Morgen. Überreste von Rabes Rüstung und Kalkstein übergeben, Teil einer Rüstung und Aufzeichnungen als Elfenmäßiges und die magische Formel an Kalkstein übergeben. Die magische Formel-Quest abgeschlossen. Rüstung aktualisiert. Ja, aber wir wissen ja, einmal raus, einmal rein, dann hat es genau denselben Effekt. Wir warten natürlich nicht noch einen Tag ab, ich will die Rüstung gleich sehen. Geralt. Aber davor tun wir nochmal meditieren könnten. Wir werten ja gerade ein Level ab und ich schaue jetzt mal noch, was er hat. Irgendwelche Bücher, die wir... Oder Schriftrollen, die wir noch nicht haben. Nö. Du kannst doch für Klingenüberzüge was holen, aber das lasse ich jetzt auch mal. Jetzt war das jetzt nochmal Pflaumentinktur und einheimischer Papa-Robotka. Ne, hat nichts, was wir unbedingt brauchen. Okay, dann meditieren wir jetzt nochmal. Ich weiß, ich zögere es mit der Rüstung gerade ein bisschen hinaus. Spannung und so. Ja, dann haben wir zumindest schon mal das Level-Up weg. Erstmal bei Quen der Punkt. Im Lehrling vielleicht. Zeichendauer plus 10%. Resistenz plus 50%. Oder Lehrling. Angreifer verliert 10% seiner aktuellen Vitalität. Ja, Lehrling. Und bei den Silbertalenten müssen wir jetzt den Gruppenstil fertig machen. Gruppensilberstil. Niederschlag 3. Niederschlag plus 70%, wenn Gerald mindestens 3 Gegner kämpft. Dann haben wir Gruppenstahl und Gruppensilber fertig. Die ganzen Silbertalente. Bei den normalen, bei den ganzen Eigenschaften haben wir es ja eh. Hier wollten wir mit dem Bronze-Talent erst anfangen, wenn wir die Bronze-Talente haben. Deswegen lasse ich mal die Zeichen auch. Ich mache jetzt noch die Stile ein bisschen. Ich glaube, ich tue den starken Stahl als nächstes verstärken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den starken Stahl brauchen werden. Ja, das werde ich machen. Starker Stahl, Stufe 3. So, irgendwelche Tränke, die wir brauchen. Katze war ja nicht schlecht. Haben wir sonst irgendwas? Ja, Schwalbe und Co. wie üblich. Ich werde mir noch mal eine Katze brauen zur Sicherheit. Gar kein Spachelgeier, kein Spachelgrünschimmel.
Gut. Jetzt holen wir uns aber die Rüstung, weil jetzt haben wir meditiert, wir haben unser Level abgemacht, wir haben die Komponenten und jetzt holen wir uns die neue Rüstung. Und davor noch mal handeln. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist gerade voll gemein von mir. Es tut mir echt leid. Soldatenfusel. Okay. Aber sonst, wir haben glaube ich nichts. So, jetzt hat. Ist die Rüstung fertig? Ist die Rüstung fertig? Ja. Seht euch mein Meisterwerk an. Sie ist sogar besser als das Original. Danke. Ja, es war ein echtes Vergnügen, die verborgenen Eigenschaften von Stahl zu ergründen und neue alchemistische Komponenten kennenzulernen. Freut mich, dass ihr euren Spaß hattet. Geralt? Oh ja, die Rüstung sah von vorne schon mal sehr gut aus. Lebt wohl. Lebt wohl. Uja, Buja, Bitch. Quest abgeschlossen, Rüstung. Oh ja, die sieht schön aus. Eine schöne, schwarze, geile Platte. Der Exilierker bleibt hier. Jetzt haben wir hier oben drei Slots. Und wir haben hier sogar einen zweiten Slot für eine Kurzwaffe. Cool. Weil wir hatten das ganze Spiel immer nur die Fackel. Jetzt können wir da mehr nehmen. So, die Schwalbe. Der Waldkauz kommt wieder rein. Und entweder Katze oder... Weißt du was? Ich nehme da jetzt noch rein diesen Schneesturm. So, wie ist denn die Rüstung? 20% erlittener Schaden minus plus 75 auf Vitalität plus 15 aus Ausdauer auf Ausdauer plus 5% Vitalität und Ausdauerregeneration und plus 25 auf alle Resistenzen. Wo ist die geil? Rabes Rüstung. Sehr schön. Herrlich. Da freut sich das Hexerherz natürlich. Hexentilierke bleibt jetzt hier. Und wir gehen wieder in den Sumpf zurück. Jetzt haben wir ja die Rüstung. Ja, damit werden wir das Spiel, hoffe ich, denke ich, gut meistern. So, und jetzt zur Quest Süße Rache. Wo wir uns aufmachen, die Salamandra endgültig zu vernichten. Ist ja schon eine Weile, quasi seit Anfang des Spiels, dass wir denen auf der Spur sind. Und jetzt werden wir es zu Ende bringen mit der neuen Rüstung und den beiden plus 100% Waffen. Wovon die Stahlwaffe auch noch die Rüstung des Gegners ignoriert. Was gegen die Salamandra halt gut sind, weil das sind ja alles Menschen. Und die ganzen Mutanten sind übrigens auch, also sie sind zwar Mutanten, aber sie gelten als Menschen, sprich mit dem Stahlschwert. Einen Mutant kennen wir ja noch, der Mutant damals, der als Striege bezeichnet wurde. Ich rede mal mit denen hier schnell. Die Stadt brennt. Wir sind verloren. Du bist im Sumpf. Menschen sind seltsam. Die Stadt kann dir egal sein. Die Stadt brennt. Wir sind verloren. Warum machen wir das? Hilft uns denn niemand? Hilft uns denn niemand? Leute, ihr seid im Sumpf, das wisst ihr, ne? So, hier gehe ich jetzt nochmal schnell zur Droidenhöhle, die ist eh hier in der Nähe. Einfach nochmal wegen Tränken oder ob wir irgendwas brauchen. Wie gesagt, die Droidenquest lasse ich jetzt mal einfach, es sei denn, wir kommen nochmal hierher, aber das weiß ich eben nicht mit Sicherheit. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Es ist ja keine Quest, die im Questbuch angezeigt wird. Wenn nicht, sorry. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wie ihr Rabes Rüstung findet. Und was ich beim letzten Part, beim ersten heutigen Part, geschrieben habe, aber die Videobeschreibungen lesen ja nur die wenigsten. Wahrscheinlich ist immer noch hier. Hier sind die Elfen alle da. Sieh mal an. Dem können wir nicht handeln. Was gibt? Oh, bei dir.
So, was brauchen wir? Wir brauchen einen einheimischen Pepper-Roboter, eine Pflaumentinktur und einen Soldatenfusel. Pflaumentinktur. Einheimischer Pepper-Roboter und so ein Soldatenfusel hier. Nee, hat er nicht. Schade. Hier übrigens Hundspetersilie, das wäre eins der Sachen, die sie brauchen, ne? So nebenbei bemerkt. Und hier liegt noch Arendite rum. Also die Waffe liegt hier noch rum. Ich habe mich damals nicht getäuscht. Naja. Jetzt gehen wir zum Herrenhaus. Ja, auf diese Rüstung. Diese Rüstung finde ich extrem geil. Die ist genau mein Stil. Mit nicht wirklich schwer und dunkel und alles. Ist geil. Gut, dann wollen wir mal aufbrechen. Wie laufen wir denn am besten? Wir laufen am besten, ja, hier lang. Also direkt durch den Sumpf. Aber natürlich nicht so. Der Ertrunkener gehen wir aus dem Weg. Genau, und jetzt einfach direkt straight geradeaus. Zum Herrenhaus werden wir natürlich in dem Part nicht mehr kommen. Ist aber völlig egal. Wir haben aber jetzt soweit alle oder viele Aufgaben fertig. Viele Quests, die meisten würde ich behaupten. Oh, ich fühle mich gerade von den Elfen und Zwergen verfolgt. Ohne Witz, jetzt stehen die hier rum. Straße nach Alt-Visima, warum denn? Nein, ich wollte doch zum Herrenhaus. Okay, falsch gelaufen. Dämlich, dämlich, dämlich. Falsch gelaufen, falsch gelaufen. Sorry. Ich bin ein bisschen verplant. Übrigens werde ich die Gothic-Folgen heute eventuell nicht mehr schaffen. Also auf jeden Fall werde ich nicht mehr alle vier schaffen. Einfach aus Gründen der Zeit, weil es jetzt schon nach 11 ist. Eine schaffe ich unter Umständen noch heute. Kommt ja auch ein bisschen auf meinen Rechner an und auf das Internet. Mit dem Hochladen und so. So, jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Ich hätte gerade echt auf die Minimap gucken sollen. Sorry. Aber betreten tun wir die Gegend auf jeden Fall noch. So, hier, Straße zum alten Herrenhaus. Wie spät haben wir es denn? Ja, wir haben noch 7 Minuten. Gut, auf geht's. Das alte Herrenhaus. Und wir werden gleich von einem alten, nicht netten Orttyp bekommen geheißen, der sicher noch der eine oder andere kennt. De Wett. Altes Herrenhaus. Das alte Herrenhaus wurde vor langer Zeit erbaut und diente den Herrschern und den Migrants als Sitz. Bis Prinzessin Adda, die Tochter von König Voltes und seiner Schwester, bei der Geburt starb und als blutrünstige Striege wieder zum Leben erwachte. Da der König seine Nachfahren nicht töten wollte, zogen er und sein Hofstaat in die neu erbaute Burg um. Nach einiger Zeit wurde die Prinzessin von dem Fluch befreit, doch das Herrenhaus blieb leer und verfiel mit der Zeit. Alles deutet darauf hin, dass der längst vergessene Ort zu einem exzellenten Versteck und einer Operationsbasis für die Salamandra wurde. Ja, und der Wett steht hier rum. Wir wissen ja, dass seit dem letzten Part, dass Adda verflucht wurde, dass der Fluch der Striege wiederholt wurde. Wir wissen nur noch nicht, wer es ist. Allerdings ist es verdächtig, dass der Wett hier jetzt rumsteht. Der war ja auch Adda immer nahe. Noch ist er als Freund markiert. Gehen wir mal hin. Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt,
Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter, im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Ostrids Tagebuch? Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Hexer, schließt euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Mit mir, Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid Ungeziefer. Ich mache mir nicht die Stiefel schmutzig, indem ich Dreck wie euch zertrete. Verflucht seid ihr, Mutant. Ihr werdet durch mein Schwert sterben. Es wird schmerzhaft. Ja, der gute De Wett, er hat sich verplappert. Er hat sich total verplappert mit Ostrids Tagebuch. Er hätte gar nicht wissen können, dass Ostrids Tagebuch ist. Und er geht. Ich hab's ja von Anfang an gesagt, De Wett ist ein Wichser. Keiner mag den Typen. Und wir müssen ihn jetzt töten. Mit seinen Kumpanen. Wieder mal war der Großmeister gerade kurz Thema. Er stellte sich heraus, dass De Wett die in Ostrids Tagebuch beschriebene Methode anwandte, um Adda erneut in eine Striege zu verwandeln. Er wird für sein Verbrechen büßen. Ich muss De Wett töten. Damit ist der Weg zum alten Herrenhaus frei. Die Frage ist, die sich mir ein bisschen stellt, warum hat er Adda in die Striege verwandelt? Warum hat er, also warum er den Salamandra hilft, ist klar. Er kriegt von den Salamandran halt militärische. Ich brauche das Stahlschwert. Und den Gruppenkampfstil. Tja, ignoriert Rüstung, Penner. Spürt meine Hexerklinge, ihr kleiner Wichskrüppel. Ich hasse euch. Und finish him. Damit ist der Wett tot. Was ich gerade sagen wollte, klar, der Wett wollte natürlich diese Salamandra benutzen, um Einfluss zu kriegen. Aber wieso er Adda in die Striege verwandelt hat, erschließt sich mir nicht ganz. So, was hat er denn? Dürrobst, Gold, eine Salamandra-Brosche. Und Experimentnotizen. Eine Aufzeichnung aller Experimente betreffend menschliche und tierische Mutation. Ein Buch, das wir noch nicht gelesen haben, nehme ich auf jeden Fall mit. Und ein heiliges Schwert des Ordens. Das ist unser Geweih hier aber besser. Was haben seine mächtigen Kumpanen mit? Orenz, Beauclair Weiß und Stahldurch, den wir jetzt mitnehmen können. Nehmen wir mal. Und auch heilige Schwert des Ordens. Hier ist noch eine heilige Axt des Ordens. Die ist, glaube ich, besser als der Dolch. Dolch macht 1 bis 6 und Schmerz plus 10. Die Axt. Ja, ja, 8 bis 17. Und Schildbrechen plus 50. Heilige Axt des Ordens ist besser. Ja, ich wollte sie nicht töten. Sie haben sie mir in den Weg gestellt. Simas Gold nehme ich mit. Und den Feuerstein auch. Der letzte hat nur den Stahl durch. Aber dazu könnt ihr, falls ihr eure Vermutungen, die ihr habt, warum De Wett Adda verwandelt hat, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich lese jetzt noch schnell das Buch. Obwohl, das Buch lesen wir beim nächsten Mal. Das, was wir jetzt bei ihm gefunden haben. Ich bin ja froh, dass wir ihn töten konnten. Ich hab man ja gerade gemerkt. Ich kann den Typen nicht ab. Der war ja von Anfang an, war der uns gegenüber beleidigend. Dann, wo wir bei König Folters Hof waren, hat er kurz auf ja lieb und nett gemacht. Jetzt gerade hat er auch kurz auf lieb und nett gemacht, bis wir es gesagt haben, dass wir es wissen. Da kam dann wieder Mutant. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr seid dann dabei, wenn wir morgen schauen, dass wir in das alte Herrenhaus einbrechen. Bis dann, Freunde. Macht's gut.